Ja, dann begrüße euch. Ganz kurz möchte ich hier mal ein kleines Update machen. Also, soweit, so gut mit meinem Swing Trading Depot. Also, mittelfristige Aktivitäten. Sieht eigentlich recht gut aus. Konnte einiges wieder gut machen. Bin jetzt insgesamt ja nur wenige Prozent im Minus und ich bin so positioniert, dass wenn es wieder bergab gehen sollte, es nicht weiter schlimm für mich ist und wenn es etwas wieder bergauf gehen sollte, es ebenfalls okay ist, ich ein paar Prozent wahrscheinlich verdienen werde. Und wir sollten uns einfach nur folgende Frage stellen. Chance versus Risiko, ja? Ich habe schon immer gesagt, dass der der höchste Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass der DAX zurückläuft, ist auf 11.500 Punkte. Ich lege mich hier gerne sozusagen an diesem höchsten Punkt fest. Falls der DAX, und ich rede jetzt hier von mittelfristig, ja, ich rede jetzt hier vom, sagen wir, vom kompletten Jahr 2020, wenn wir hier den DAX höher sehen sollten als wir 11.500 Punkte oder wesentlich höher, dann habe ich halt komplett daneben gelegen. Aber das ist sozusagen meine Range für dieses komplette Jahr. Das heißt, wir sind jetzt auf 10.600, also maximal noch 850 Punkte nach oben. Deswegen bin ich auch weiterhin short, zumindest mit bestimmten Teilen, ja, im DAX, ein bisschen auch im S&P 500. Ich sehe einfach nicht, dass trotz aller Maßnahmen wir hier einfach, dass sozusagen die Aktienmärkte oder insgesamt die Börsen sich einfach komplett von der Realität abkoppeln. Ich meine, das sind sie sowieso schon immer ein Stück weit gewesen, auch in den letzten Jahren, ja. Also man hat einfach immer wieder Probleme, wenn es in der Realität, in der Realwirtschaft Probleme gab, hat man einfach das dann wieder ausgeglichen, man einfach wieder irgendwelche QEs gemacht hat oder dieses, das, jenes gemacht hat. Aber wir reden hier von einem Komplett-Shutdown der Weltwirtschaft und das ist doch nochmal was, ein bisschen was anderes, als wie, ja, die eine Branche schwächelt ein bisschen, die andere Branche, also die Automobilbranche oder irgendwas anderes schwächelt gerade oder es wird gerade um irgendwelche Ölpreise gestritten und so weiter. Sondern wir haben hier wirklich also eine kombinierte Krise global, ausgelöst durch einen externen Schock. Das heißt, das ist nicht mal eine reine Finanzsystemgeschichte. Ja. Also das heißt, hier gibt es externe Gründe und unkalkulierbare Größen, ja, die nicht mal irgendwie eine Finanzinstitution wirklich vorhersehen kann. Und deswegen sehen wir auch hier wirklich einige Experten, Gurus und Analysten, die sagen, naja, momentan ist das und das und das und das mein Statement. Aber ich behalte mir vor, jederzeit meine Meinung zu ändern. Ja, was bedeutet das? Unterm Strich bedeutet das, ich was gar nichts, ja, würde der Bayer sagen. Das heißt, also auf Deutsch übersetzt, auf Hochdeutsch, ich habe keine Ahnung. Ja? Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann sozusagen seine Follower sozusagen zu beglücken, indem man sich einfach so gut wie nie festlegt. Einige legen sich fest und trauen sich. Aber wir erinnern uns hier nur mal ganz kurz. Erinnert ihr euch noch, das sind hier Wochenkerzen. Also, wir rechnen hier jetzt mal diese blaue Wochenkerze hier, dann die Wochenkerze davor und diese Wochenkerze davor. Das heißt, es waren jetzt gerade mal 2,5 Wochen her, also gerade mal vor 2,5 Wochen, da wo wir so um die 9, 8.500 da so rumgependelt sind, wo es langsam anfing, also sagen wir mal, vor 4 Wochen hatten wir noch extremst Volatilität im Markt, ja. Vor 3 Wochen hat sich dann etwas gelegt, etwas beruhigt. Habe ich hier auch einige Videos dazu gemacht, kannst du dir gerne anschauen. Und da wo aber noch so viele, also wirklich Trader, also institutionelle, also Leute, die sagen mal 10, 20 Angestellte haben, ja, und mit Geld anderer Leute traden und so weiter, haben alle gesagt, hey, wir sehen hier auf jeden Fall noch die 3.800. Wir sehen hier auf jeden Fall noch die 5.000. Wir sehen hier noch das und das und das und das und das und das. Und irgendwann mal so nach ein, zwei Wochen habe ich mir gesagt, das habe ich auch hier in meinem Video gesagt, es sind so dermaßen alle so negativ momentan eingestellt, dass ich mich fast kaum wundern würde,
wenn dieses Szenario eben nicht eintritt. Ja? Dass wir hier jetzt halt sozusagen von in der Höhe von 9.085 bis 9.5, zack, ja, nochmal 2.000, 3.000 Punkte runtergehen. Und siehe da, ja, wir sind seit diesem Zeitpunkt nie wieder unter die 8.000 gekommen. Ja? Trotz dieses einmaligen historischen Crashes. Ja? Und jetzt gibt es wieder einige, die sich nicht mal mehr sicher sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Gerade mal 2 Wochen danach gibt es einige Stimmen, ja, die sich nicht mal sicher sind, ob wir uns überhaupt noch in einer Bärenrallye befinden. Oder das zumindest mal schon in Frage stellen. Oder zumindest mal ein Video darüber drehen. Oder einen Bericht oder einen Blog oder was auch immer. Es ist schon, also ich finde das schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, ja. Und ich kann euch eins versprechen. Spätestens in der Woche, wo die Mehrzahl der Experten, Analysten, Gurus etc. etc. davon sprechen, dass sie sich nicht mehr sicher sind, dass das überhaupt noch eine Bärenrallye ist, weil diese Marke, jene Marke erreicht wurde, bla bla bla. Spätestens nach dieser Woche wird der DAX wieder abstürzen. Und darauf würde ich sogar Geld wetten. Ja? Weil irgendwie ist es lustig. Ja? Es ist immer das, was sozusagen dann nicht erwartet wird, was dann teilweise doch recht schnell eintritt. Ja? Wir erinnern uns noch sehr, sehr gut, ja, zurück an den Februar, als ich einige Videos gemacht habe zum Beispiel Wasserstoffaktien, wo Wasserstoffaktien wie Nelasa und Ballard Power und so weiter über, ich glaube, 1 oder 2 Wochen hinweg fast täglich um 10% gestiegen sind. Und dann haben mich, ich glaube, das war genau in der Woche, also noch am Donnerstag, Freitag, wo ich gerade auf dem Weg war zur Sales- und Marketingmesse in München. Da war im Übrigen der Corona schon längst da. Ja. Ich noch unterwegs ein Video gemacht habe, Leute, Warnung, ja, es ist zu spät, auf den Zug mit diesen Wasserstoffaktien jetzt noch aufzusteigen. Und dem Montag drauf, 3 Tage später, gab es die erste fette rote Kerze, wie du hier sehen kannst. Ja, das war hier so um 15.02. Diese Messe war, glaube ich, am 13.02., 13. Februar. Und dann eben, ja, die erste rote Kerze, die war noch nicht so stark, aber dann, whoop. Und wurde dann auch ausgelöst. Die Woche drauf dann nochmal verstärkt über diesen ganzen Ölkrieg und so weiter. Also, ich finde, es wird momentan ist es jetzt ein bisschen langweilig, ja. Ich bin ein bisschen short, ein bisschen Ding, und ein bisschen long, ein bisschen short. Mir kann weiter nicht groß was passieren, ja. Ich kann so einfach super schlafen und arbeiten und mich auf mein Business konzentrieren, aber es wird wieder hochspannend, wenn wir jetzt nochmal 1.000 Punkte, sagen wir mal, nochmal rauflaufen und die Stimmen wieder lauter werden da draußen. Ach, das ist ja schon gar keine Bärenrallye mehr. Ja, der Wendepunkt ist überschritten und da, die da. Und wenn die Leute, also wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sozusagen sich die Märkte ein bisschen abkoppeln, ja, von den ganzen Rezessionen und Entlassungen und alles, was in der Realwirtschaft passiert, dann wird es uns auf jeden Fall nochmal da bröseln, ja. Und ich finde es hochinteressant, auf jeden Fall mal abzuwarten. Wie gesagt, wenn wir über die 11.500 hinauslaufen, sagen wir mal, über 12.000 ist auch eine sehr krasse Marke. Ja? Also man sieht es hier 1, 2, 3. Ja, also 12.000 ist auch sehr psychologisch sehr, sehr, sehr stark. Und uns da oben halten sollten für den Rest des Jahres. Okay, dann bin ich komplett falsch gelegen und ja, hätte vielleicht insgesamt mehr Geld verdienen können, wenn ich nicht short gewesen wäre. Aber wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Okay, bis zum nächsten Mal. Und ich meine, momentan ist nicht viel passiert. Es passiert auch so, trotz der Einigung da mit den ganzen Ölkonsortien, ja, 20 Millionen Barrel weniger produzieren und so weiter, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja, ganz ehrlich. Da bleibt auch abzuwarten, ob sich die Ölaktien da halten können. Aber
Ich habe auf jeden Fall meine Gewinne, die ich abgesichert dieses Mal, ja auch. Gazprom ist ja wieder gut gelaufen, hat wieder einiges gut gemacht, aber dieses Mal habe ich einfach auch einen Stopp reingesetzt. Na, also wenn da irgendwas passieren sollte und die wieder abrauschen, dann bin ich raus. Ja. Okay, soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.